10 der 11 Akazien am Bernkasteler Gestade sind am Montag gefällt worden. Mitarbeiter des Forstreviers Bernkastel und des städtischen Bauhofs brauchten dafür nur kurze Zeit. Nur der unterste Baum bleibt stehen. Das Wurzelwerk der Bäume war dafür verantwortlich, dass die Gestademauer im Laufe der Zeit marode wurde. Anstelle der Akazien werden nun Platanen gepflanzt, die bereits eine Größe zwischen 3,5 und 4 Metern erreicht haben. Diese Größe ist notwendig, damit die Weinfeststände darunter Platz finden. Zuerst werden in den kommenden Wochen allerdings die Mauer und das Geländer saniert. Im Stadtgebiet sollen weitere Bäume gepflanzt werden, um den Verlust vollständig auszugleichen.